Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Airport CEO. Mein Name heißt Garderoll und ist grammatikalisch falsch. Schön, dass du wieder dabei bist. So, da sind wir ausgeplant. Das heißt, wir können uns jetzt mal hier ein bisschen mit der Thematik befassen. Folgendes ist hier am Bach. Zum einen passiert Folgendes. Dieses System ist dazu da, verdächtiges Gepäck zu finden, ne? Soweit, so gut. Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr Baggage Cars. Kann das sein? Weiß ich nicht. Was mit dem 52? Ich glaube, zur Sicherheit bauen wir mal eben kurz hier einen oder anderen Fuel-Tank an, weil ich will jetzt nicht, dass hier irgendwie Fuel-Depot, dass da irgendwie jetzt auf einmal zu wenig bei rumkommt. So. Scheint aber nicht viel mehr zu gehen. Okay. Also, was passiert hier? Wie der Name dieses Items schon sagt, ich mache ein bisschen größer, damit ihr ein bisschen auch vom Flughafen sehen könnt. Wie der Name dieses Items sagt, wird hier Gepäck aussortiert, das verdächtig ist. Bedeutet, es wird verdächtig aussortiert und geschreddert. Oder anders formuliert, dum-dum. So, das ist natürlich nicht, was wir wollen, sondern wir wollen natürlich, dass geguckt wird, ja, ist das denn wirklich verdächtig? Und jetzt kommt nämlich so dieses, was ich vor 35 Folgen oder so, oder vor 19 oder 18 Folgen versprochen habe, wird ja ein bisschen wie Factorio. Also, wir bauen jetzt, so, das ist die erste Station, Conveyor Belt Scanner, Suspicious. Der ist schon drin, den können wir eigentlich lassen. Aber diese Zerstörung soll jetzt ganz am Ende stattfinden. So, was brauchen wir dafür? Für mein neues System brauchen wir als erstes eine Station, die manuell mit einer Security-Person, ja, das Gepäck untersucht. Und hier sehen wir, da gibt es noch einen weiteren Scanner, der scannt die nach bestimmten Inhalten. Und ich würde es gerne von vorne nach hinten aufzäumen. Das heißt, wir setzen jetzt, ich glaube, da muss dann auch hier wieder alles komplett Security sein. Secure Zone. So. Stuff only. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das können wir auch wieder wegmachen. Was ist hier für ein Betrieb? Hallo, Jungs. Was macht ihr hier? So, dann müssen wir auch mal gucken. Moment mal. Morgen können wir das, glaube ich, gucken. Ja. Wie das jetzt mit zwei weiteren Check-in-Desks hier funktioniert. So. All dieweil jedenfalls, ja. Wir zäumen das Pferd von hinten auf. Das heißt, wir brauchen hier als nächste Station, brauchen wir diesen Scanner. Und da sehen wir, da ist wieder, ne, da läuft es wieder durch. Was schlecht, die schlechten ins Töpfchen, die guten ins Köpfchen oder andersrum. Und da müssten wir so eine Art Aorta bauen, wo die schlechten aussortiert werden und die guten werden weiter sortiert. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, und dann haben wir hier nochmal die manuelle Prüfungsstation. Da steht dann einer dran. Und da sehen wir jetzt hier sogar das Terminal und dann auch wieder, ne? Da werden wieder schlechte raussortiert und gute weiter. So. Die guten weiter können ja ruhig pass auf. Wir machen hier oben ganz in die Ecke kommt der Zerstörer hin. Den bauen wir jetzt erstmal. Ich habe einen Plan. Weil das ganze System soll jetzt nicht ausfallen komplett, ne? Ey, wo sind die Bauarbeiter? Warum bauen die so lange? Die bauen doch gar nichts im Moment. Die Jungs. So. Also hier ist End of Life. Da ist auf jeden Fall Ende. Ich will hier unten das noch weiter aufmachen, dass hier mehr Platz ist gleich, ne? Deswegen plane ich hier schon weiträumig. Deswegen lassen wir das hier gleich noch ein bisschen unter der Erde herlaufen und so. Seht ihr gleich. So, das haben wir. So, das heißt, hier kommen alle Sachen rein, die wirklich aussortiert wurden. Dann bauen wir folgelogisch die letzte Station. Das letzte Wort hat dann sozusagen ein Airport-Mitarbeiter, der nochmal drauf guckt. Ist das hier wirklich verdächtig oder nicht? Die haben halt ein geschultes Auge und wissen genau, wie sieht das aus? So, das heißt, und der müsste dann hier hin.
Und wenn ihr das für gut befindet, geht es oben raus. Und wenn ihr schlecht befindet, geht es hier aufs Förderband und wird zerstört. Richtig? Und der Scanner... Ja, die Frage ist, wenn der jetzt sagt... Ach du dicke Minne. Moment mal. nee. Wenn der jetzt sagt, es ist schlecht, er hat was gefunden, wird zerstört. Die Frage ist dann, ob wir es dann nochmal zu einem Mitarbeiter schicken, der nochmal drüber guckt, oder ob wir es sofort zerstören sollen. Das frage ich mich gerade. Das im Tutorial, wird das da gezeigt? Wir gucken mal. So, dann ist der Verteiler. Gut, jetzt haben die natürlich schon einen Vorschlag gemacht, da will ich jetzt nicht allzu lange drauf gucken, weil ich schon gerne das selber entwickeln würde. Also hier kommt's. Hier kommt's an. Ja, und das Schlechte geht dann in die jeweiligen Dinger und wird danach untersucht, so wie es aussieht. The generic scanner is a first stage scanner. Second stage. Lastly, you have a baggage scanning station. A security employee who will thoroughly screen baggage for suspicious banned items. Turns out the robots aren't perfect yet. Also, für mich würde das Folgendes bedeuten. Wir probieren das einfach mal. Das ist ja das Schöne, dass wir das einfach mal probieren. Das verdächtige Zeug kommt hier raus. Und warum brauchen die so lange hier? Und dann haben wir hier mehrere Stationen, die unterschiedliche Dinge prüfen. Und wenn diese Station, jetzt ist die Frage, wenn die Station allerdings das für gut befindet, soll es dann... Ich komme ja aus der QS, das heißt, normalerweise müsste man hingehen und sagen, die sicherste Variante ist die, die man haben will. Das heißt, selbst wenn diese Sicherheitsstationen sagen, es ist in Ordnung, soll es trotzdem nochmal in einer anderen Sicherheitsstation geprüft werden. Aber andererseits wollten wir ja auch nicht, dass einfach alles rausgeschmissen wird, ne? Also hier werden Explosives raussortiert. Ich kann mich nicht entscheiden, wie wir was machen. Also wie rum was machen. Also es gibt ja jetzt die zwei Optionen. Ich erkläre es nochmal, was ich meine. Die eine Option ist, jede Station, wenn sie was findet, führt dazu, dass es zerstört wird. Wir wissen aber schon bei der ersten Station hier, dass viel zu viel zerstört wird. Der Mensch hat das beste Auge und sollte am Ende nochmal drüber gucken. Und wenn wir jetzt das auf den Output-Pad packen, kann ja nichts passieren, weil der Typ müsste das ja dann auch wieder erkennen. Wenn du verstehst, was ich meine. Wie machen wir das denn jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Also. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier. Ja, also mal jetzt von vorne. Das ist der organische Scanner. Der findet was. Und dann wirft das raus, dann kommt es zum Menschen. So würde ich es machen, ganz ehrlich. Aber natürlich ist nicht genug Platz hier, weil ich hier irgendwie zu doof war, das hier hinzubauen. Aber wir können die eigentlich nebeneinander bauen, ne? So, der findet das gut, trotzdem guckt der Mensch nochmal drüber. Der findet es schlecht, der Mensch guckt auch nochmal drüber. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Also, komm, wir gucken, wie die es machen. Sollen wir? So, hier ist die Menschenperson, Station. Die Menschenstation, wenn es für gut befunden wird, kommt es auf jeden Fall rein. Sehen wir hier, ne? Kritisch, gut, ja, raus. Schlecht, Mensch, guck nochmal drüber.
Und dann wird es wahrscheinlich irgendwo zerstört, nehme ich an. Also gut. Geht immer raus hier, ne? Oder? Und schlecht geht immer zum Mensch. Also, was man sehen kann hier ist auf jeden Fall, die schlecht geht immer zum Mensch und der Mensch guckt nochmal drüber und entscheidet, ob gut oder schlecht. Das kann man hier, glaube ich, erkennen. Oder? Und gut vom Menschen und gut von diesen Maschinen kommt zusammen. Okay, so machen die es. Die werden sich wohl was dabei gedacht haben, machen wir es genauso. So, jetzt haben wir das Problem, wir haben hier viel zu wenig Platz. Und ich habe ja schon gesagt, ich würde es gerne umbauen, dass wir hier auch mit den Wagen noch weiter reinfahren können und das weiter unterirdisch bauen. Das bedeutet, wir müssen jetzt leider mal, jetzt haben wir gerade Nacht, das ist sehr gut, da kommt nämlich kein Gepäck rein. Das heißt, wir können jetzt die Zeit nutzen, um das mal eben umzubauen hier. Großflächiger Umbau am Gepäcksystem. So, das heißt, wir bauen erstmal das alles ab. Und das Ganze ein bisschen Avanti, bitte. Der kommt auch weg, der kommt auch weg. Das kommt alles weg hier. Da kommen die Bauarbeiter. So, Scanner auch weg. Destroyer auch weg. Auch weg. So, und dann geht der hier Untergrund weiter bis hier hinten hin und kommt da erst aus dem Boden raus. Und dann kommen da die unterschiedlichen Scanstationen. Und zwar als erstes der normale Scanner. So. Wie haben die das denn gemacht beim normalen Scanner? Wenn der normale Scanner es für gut befunden hat, geht es sofort raus. So, wenn der es für schlecht befunden hat, dann geht es in die nächste Station. Okay, kriegen wir hin. Also. Underground Belt. Underground Belt, nicht Overground. Hallo. So. Underground Belt bis hierhin. Bis hier. Nein. Bis hierhin. Das sollte passen. Und dann die nächsten Scanner. So, jetzt haben wir, hier kommt schlecht raus. Schlecht aus dem generellen Scanner. Wie haben die das gemacht? Schlecht raus und dann die nächsten. Ja, genau. Bedeutet. Wir fangen an mit organischen Sachen. Dann ist die Frage, ob wir das vielleicht so bauen. Dass wir. Wir haben jetzt so wenig Platz halt, ne? Ne, komm, wir lassen das mal eben fertig bauen. Damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. Hab ich den schon viel zu früh hier reingebaut. Oh, gleich kommt das nächste Gepäck schon. Oh Gott. Na, verbindest du dich? Nein. Stopp! Halt! So. Da. Ein Overground Belt, damit wir ein bisschen was sehen. Der geht da rein. So. Schlechte Sachen. Gute Sachen gehen hier direkt wieder aufs Förderband, aber die gehen nicht da aufs Förderband und die werden auf. Auf die gut. Dann müssen wir hier so eine Gutseite hinbauen. Die hier wieder reingeht, richtig? Und aus der Schlechtseite so.
Und wie gesagt, ich wollte hier ein bisschen Platz lassen. Das heißt, wenn es eben geht, so dass die Gutseite, die geht wie so eine Aorta dann hier dran lang. Da oben steht auch schon Sicherheitsmitarbeiter. Das war wieder falsch. Du sollst bitte so rum dahin. Hm? Was machen Sachen? So. Dann hier hoch. Dann hier rein. So. Der kommt komplett weg. Und so, das ist die Gutseite. Jetzt wollen wir scannen nach. Das wird zu eng hier. Verdammt. Nuck, nuck, nuck. So, da sehen wir jetzt auch die ganzen Dinger. Was? Achso. Das ist nur so. Ich dachte, kann ich schon Panik bekommen hier. So, jetzt 5 Stationen. Naja. So, und jetzt kommt von da das Schlechte hier rein. Sollte sich aber idealerweise nicht damit verbinden. Und dann müssen wir hier 5 Stationen hinkriegen. Das passt nicht. Also die können wir schon mal wieder wegbauen hier. So. Das alles nur, damit wir hier mehr Platz bekommen. Heieiei, so. Dann kann man hier mich aufmachen. So, das ist angeschlossen. Da kommen die Guten rein. Die Schlechten. Da können wir. Die Schlechten Aorta, die können wir auch noch nicht bauen, weil die muss ja jetzt hier um die Ecke gehen. Die geht jetzt hier. Hoch. Hier lang. Da müssen wir mal gucken, wie breit. Scanstation nach organischen Sachen. So müsste reichen, ne? So. Dann geht der hier. Und das weiß ich eben nicht, ob das funktioniert. So da rein. Ah, das geht. Gut. So, das heißt, die Schlechten werden dann weiter untersucht. Und hier gehen dann die ganzen Schlechten durch. Dem können wir eine Farbe geben, echt? Ach so, das war nur hier der... Wie komme ich denn hier drauf? Nee. So. So, dann kommt der nächste Test hier rein. So, den hier. So. Das war jetzt organisch. Dann machen wir mal Sprengstoff. Ich hoffe, das funktioniert so. Geld. Drogen. Sah eigentlich auch wie Waffen. Wieso? Mann! Und Drogen. Jetzt zeigt mir immer die falschen Symbole an hier. So, der muss auch wieder weg. Haben wir uns gut überlegt, aber passt nicht. Aber macht ja nichts. Wir sind ja hier. Nein, der soll nicht da rein. Der soll hier weitergehen. So, hier kommen die ganzen Schlechten. Tut der da? So, hier kommen jetzt einen Schlechten raus. Der muss nochmal weg. So, hier kommen die Guten raus.
Das heißt, der kann da rein. Und von den Schlechten müssen wir noch eine manuelle Kontrolle machen. Da machen wir eine extra Station, damit man es ein bisschen schön sehen kann, wie der da arbeitet. So, da haben wir hier. Da kommen hier die Guten, die kommen hier wieder da rein, ne? Da stimmt ihr mir zu, oder? So. Die Schlechten kommen hier rein. Jetzt müsste es eigentlich passen, oder? So. Ich glaube schon. Dann lassen wir die Zeit mal laufen, dass es ein bisschen schneller geht. Weil nämlich, solange die hier kein Check-in machen können, die ganzen, wo kommen denn jetzt überhaupt die an, ne? Die bleiben nämlich jetzt hier liegen, weil nichts weitergeht. Oh Gott. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das hier alles so seine Richtigkeit hat. So, halt. Jetzt müssen wir uns aber beeilen hier. Genau. So, die Guten, das ist alles gut hier. Das heißt, der kann von hier nach dahin. Das sind die Schlechten, die können. Achso, die bauen da noch. Die sind stecken geblieben hier. Oh oh. So. So, die Schlechten kommen in den Zerstörer. Nein. Machen ganz schön Krach, die Maschinen hier. So. Die kommen hier nochmal zur manuellen Kontrolle. So, jetzt sollte es aber eigentlich funktionieren. So, da kommen die Koffer. Ja! Schlechte kommen hier rein. Dann gucken hier Drogen drin. Nee, Waffen drin. Oh. Und bleibt stehen. Der bleibt stehen, weil es hier noch nicht fertig ist. Okay. Oh Mann, ich glaube, wir haben es hingekriegt. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Außerdem laufen die ganzen Bauarbeiter hier rum, das nervt. Alter, was für ein Betrieb wir hier haben. So. Jetzt bauen wir mal fertig da oben. Das gibt's doch gar nicht, warum bauen die so lange? Jetzt mach fertig. So. Trotzdem bleibt er hier stecken. Das könnte jetzt der berühmte Speicherladefehler sein. Das heißt, da werde ich gleich mal gucken, was wir da nochmal neu laden. Außerdem brauchen wir auch irgendwie so einen Raum für die Bauarbeiter. Wo gehen die jetzt hin? Achso, die gehen zur Gepäckausgabe. So, und hier kommen... Moment, keine neuen Koffer. Die bleiben alle hängen hier. Okay, also ich beende die Folge, lade dann nochmal neu und dann sollte es eigentlich funktionieren. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.